So, alter Trick, wenn es am Rad nicht passt und man muss irgendwas anpassen, dann nimmt man sich einen Zollstock und einen Bleistift, geht an den entferntesten Punkt und dann bewegt man das Ding einfach parallel zu der anderen Kante. Hier muss man das mit Gucken machen. Manchmal hat man Glück und die Kante ist in der Senkrechten überall gleich. Dann kann man es auch direkt hart dagegen halten. Hier hält man das so zusammen und dann fährt man die Kante einfach ab. Was bedeutet, man hat hinterher einen parallelen Strich auf dem Teil hier. Bis auf das. Und da schneidet man es dann einfach lang und dann passt es genau. Geht übrigens ganz fantastisch. Mit so einer japanischen Feinsäge. Die hier ist... keine Ahnung, von Diktum irgendwie für einen Garten, geht aber auch wunderbar zum Dämmungsschneiden. Was ich immer machen würde bei so einem Fußboden, weil am Rand ja so eine Bierflaschenkehle ist, unten halt einfach ein bisschen ausnehmen, sonst eckt er da an und dann kommt er nicht ganz gut an den Rand. Da muss man natürlich gucken, ob es mehr oder weniger passt. So, mehr oder weniger passt es. Zentimeter, okay, sagen wir mal, das ist in der Toleranz. Das Ding ist ja eh nicht sichtbar. Da drauf kommt eh noch die Tackerplatte. Also wollen wir jetzt nicht kleinlich sein und legen das Ding einfach so hin. Styrodur kann man übrigens wie viele Materialien ganz einfach brechen. Man muss es nicht immer sägen. Man macht sich eine Linie, wo man es haben will. Da nimmt man das Messer, ritzt es an. Nicht so wie bei Glas, wo man es nur einmal darf, hier darf man auch mehrfach. Und dann kann man es umdrehen und schon bricht es ganz hervorragend ab. Wie ihr seht, geht das auch auf der langen Kante, dann ist es nur praktisch, wenn man es auf eine scharfkantige Unterlage macht, dass man hier mit einem Bein oder mit der Hand vorsichtig abbrechen kann. Das ist das gleiche bei Glas, bei Fermacell und bei diesen ganzen brechbaren Stoffen. Ist praktisch, weil sowas zu sägen ist immer irgendwie doof. Es geht zwar mit der Kreissäge ganz gut, aber durch die hohe Blattgeschwindigkeit schmilzt manchmal ein bisschen was von dem Zeug, bleibt am Blatt kleben, dann stinkt es und quietscht und ist auch nicht schön.